Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mountain Blade 2 Bannerlord. Mit meiner bereits 7. Staffel und der 59. Folge, heute am 15.06.24 in der Vorproduktion. Bevor es aber losgeht, gibt es immer ein herzliches Dankeschön. Und zwar geht es heute an unseren Namensvetter Maximus. Der Maximus hat nämlich am 4.01.24 das öffentlich sichtbare Abo hier hinterlassen. Herzlichen Dank dafür. Du warst Nummer 1328. Der Maximus verschwindet jetzt aber wieder. Und wir befinden uns zurück frisch nach der Eroberung von Syrnia. Da haben wir noch ein bisschen was vor. Wir wollen erstmal wieder Römer hier reinspenden. Warum mache ich das übrigens in den letzten paar Folgen? Einfach, damit die halt hier aus den Gefangenen für ihre Garnison rausrekrutieren können. Auch wenn ich gerade sehe, dass ich hier noch einen jetzt reingeschubst habe, den ich da nicht reinschubsen wollte, aber ist egal. So. Dann. Handel. 84.000, das ist doch schon mal etwas. Ich will aber erstmal Fisch. Und Getreide. Butter. Fleisch. Und die Stadt hat eigentlich so gut wie nichts zu essen. Ist mir aber ehrlich gesagt egal, weil es ist nicht meine Stadt. Gut. Gut. Der gestreifte Bogen ist jetzt auch endlich verkauft worden. Der Sakai-gestreifte Bogen, der so ein bisschen buggy ist. Hyrule, wie sieht's denn aus bei dir? Du hast doch in letzter Zeit echt viele Kills gemacht. Bogen 55, ja gut. Sie braucht 65 für den hier, Mann. Aber sie kommt echt gut mit Kompositbögen klar, ne? Wie wir merken. Sie macht relativ schnell relativ viele Kills. Und das wiederum bringt sie natürlich im Level vorwärts. Gut. Next Step ist, dass wir mal rausgehen und wieder reingehen, damit nämlich halt die anderen, die wir gerufen haben, hier auch Truppen spenden. So, und damit hat das Ding jetzt eine Verteidigung von 250, was in Ordnung ist. Könnte besser sein, klar. Ui. Ich glaube, Hilda hatte irgendwann mal Truppen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich war der Meinung, sie hatte mal Truppen. Ich habe auch wieder ein bisschen an Maximum verloren. So. So. Sieht hier wieder ein kleines bisschen besser aus. Baldwin hatte auch mal 60, 70 Mann mehr. Mhm. Problem ist jetzt natürlich, dass das hier alles noch romanisiert ist, ne? Ach, guck mal was. Ach, genau. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Commodus reagiert endlich mal und greift Mikalovea an. Mit 300 Verteidigern. Sein Problem ist nur, hier kommt etwas über 1000 Mann und er hier ist auch noch unterwegs mit fast 1000 Mann. Auf der anderen Seite, wenn Commodus jetzt hier 2000 Mann haben sollte, kann er vielleicht erst die eine Armee und dann die andere Armee vernichten. In der Zwischenzeit sammelt sich die dritte Armee mit 1000 Mann. Die kann er dann vielleicht auch noch vernichten und dann ist er vielleicht hier auch mal auf dem Vormarsch und ich krieg vielleicht doch endlich mal neue germanische Besitztümer. Problem ist nur, der Krieg ist schon sehr, sehr vorangeschritten. Vor allem auch durch meine letzten Aktionen hier. Haben wir ja hier 3% bei... Ah ne, 3% ist Seonon gewesen. Ah. Aber 7% Syrnia. 6. Nicht 7, 6. Wieso hat das Ding jetzt so viel gebracht? Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, warte mal. Uteleim, Remtol... Und Jogoris sind ja Burgen. Seonon ist halt kein römischer Besitz eigentlich, keine römische Kultur gewesen. Sondern nur eine Zurückeroberung mehr oder weniger. Und affected by diminishing returns. Moment. Ah, zurückerobert. Wir hatten vorher Seonon. Das Westliche hat es erobert und wir haben es zurückgeholt. Deswegen hat das so wenig gebracht. Ach so. Also liegt es nicht daran, dass es eine andere Kultur hat. Okay. Und Syrnia ist halt Kerngebiet, was wir ihm weggenommen haben. Ja, okay. Puh, was machen wir jetzt? Wir hatten hier noch Bogmelion. Wir haben eigentlich auch noch gut Leute. Es sind nur 200 Verteidiger. Komm, wir stammen uns noch diese Burg und dann sollte der Krieg vorbei sein, denke ich. Dann haben wir ja noch die ehemaligen nördliche Imperium-Clans. Übrigens, ich habe noch was festgestellt, ne? Ursprünglich war ja mein Ziel, alle Imperien zu vernichten, nicht nur seins. Das habe ich volle Kante verpeilt. Ich habe nochmal in meinem schlauen Zettel nachgelesen. Also hier meine Liste für die Staffel, wo ich mir Notizen mache. Wir wollen natürlich alle Imperien vernichten, alle Römer. Also nicht alle Clans, aber wenigstens alle Fraktionen, ne? Also alle Königreiche.
So, an wen soll Sirenia gehen? Also schon mal nicht an mich. Definitiv nicht, aber ich will mal gucken, wer es bekommt. Ah, Waldi oder Jorik? Einer von beiden. Ich enthalte mich. Oder? Ich könnte Freunde hier brauchen. So. Ja, minus 1 bei Waldi. Und hier nochmal plus 5 bei Jorik. Ich nehme mal nicht an, dass rein zufälligerweise ihr jetzt vielleicht gewillt seid. Nein, okay. Schade. Moin, die Herrschaften. Ey, Ketter, meine Frage. Könnten Sie bitte mal aufhören, römisch zu sein und sich einfach uns anschließen? Das wäre eine ganz höfliche Sache. Meiner nur. So, wir machen mal den hier. Na gut, dann so. So sehe ich wenigstens, ob hier irgendwo eine Armee kommt. Gibt ja zum Glück nur zwei Wege, von denen sie kommen können. Ja, wir waren schon mal deutlich schneller im Bau. Definitiv. Aber nur so skill ich es halt wenigstens auch, ne? Ja. Oh Gott. Und ich denke mal, nach diesem Krieg werden wir uns dann mal darum kümmern, dass Anzu und Juppa auch eine eigene Truppe bekommen. Dass wir sie schön aufrekrutieren lassen. Und ich will mal gucken, vielleicht geht es ja diesmal sogar, dass sie sich selbstständig bewegen. Beim letzten Mal ist ja Baldwin einfach stehen geblieben und hat seine Frau geschwängert. Das zu machen, wofür er eigentlich beauftragt wurde. Müssen wir mal gucken, ob es irgendwie geht. Dass wir vielleicht doch rummarschieren, rumpatrouillieren, Banditen jagen, Barbaren jagen. Oder Barbari, nicht Barbarin. Wir sind ja selber Barbaren. So. Müssen wir einfach mal Lucky Cookie machen. Es wäre zumindest schön, wenn sie es machen würden. Da muss ich mich halt erstmal nicht drum kümmern. Und vor allem, wir hätten dann auch die Möglichkeit, dass sie vielleicht sogar ein bisschen Geld nach Hause bringen. Hey, ich war noch nicht fertig. Na gut. Arschkrampen. Gut, du darfst gehen, du darfst gehen, du darfst gehen und du darfst auch gehen. Jetzt kann ich wieder kostenlos den hier machen. Okay, was habe ich noch vergessen, ich Depp? Ich wollte noch Sachen verkaufen, wa? Ah nee, habe ich schon verkauft, stimmt. Dann habe ich nichts vergessen. Gerade echt am Überlegen. Ach, guck mal, jetzt ist der Krieg mit dem nördlichen Imperium auch weg? Ach, was? Ah. Okay. Ich überlege gerade. Problem ist, sie hat noch so wenig Leute, ne? Wir machen mal einen direkten Weg hoch nach Uruk-Sala. Klapper mal da wieder ein bisschen Dörfer ab. Dann schmeiße ich erstmal Baldwin und Hilda aus der Armee raus. Also ich löse die Armee dann komplett auf, meine ich. Und dann beobachte ich mal, was sie machen. Wenn die wieder nur irgendwo dumm stehen bleiben, dann ist doof. Dann ist das definitiv ein bisschen buggy. Dann sind wir verpflichtet oder gezwungen, nur noch Armeen zu führen. Keine Einzeltrupps mehr. Was ich echt schade finden würde. Weil im Vanilla, also ohne dieses Party-AI-Controls-Gedönse machen sie sich ja einigermaßen gut, außer dass sie halt gerne mal sich von anderen Armeen rufen lassen und in den Untergang reiten lassen. Achso, wie ist das jetzt eigentlich hier drin mit Mikalovia passiert? Ah, sie haben es tatsächlich zurückerobert. Okay. Ja gut, gucken wir mal, welcher nächster Krieg kommt. Ich befürchte mal die Saga. Aber genau wissen kann ich es jetzt natürlich nicht. Ich nehme die alle mit, ja. Nochmal zum Thema, ne? Wie schnell wir wieder rekrutieren können. Das waren jetzt einfach mal fast 40 Mann, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, von 347 auf 362 hoch.
So, Uryxada. Können wir mal wieder gucken. 192. Komplett nur German. Sehr gut. Und Burgverwaltung. Ihr habt fertig gebaut. Das finde ich schön. Oh, das ist aber weniger schön hier. Dann macht ihr nochmal ein Festgelände, bitte. Ach, stimmt ja. Wir hatten ja die Mauer verbessert, glaube ich sogar, ne? Sicherheit ist so bei Null. Was ist denn da los? Kornkammer ist eigentlich schön groß. Ich bin erstmal dafür, dass danach noch weiter gebaut wird an der Belagerungswerkstatt, dass sie einfach schneller werden in der Verteidigung. Ich lege nochmal einen Zehner hin. So. Gehen wir noch in Tjall gucken. Zwischendurch gucken wir, wer hier was gelevelt hat. Die liebe Hilda in Führung. Tägliche Erfahrung ist eigentlich immer ganz geil. Ja gut, Rang 1 und Rang 2 haben wir ja aufgrund der Eagle Rising Mod relativ wenig bei der Elite-Infanterie. Höchstens die normalen Speermänner, aber nicht die leichten, mittleren und schweren Speerträger. Dann mache ich lieber den hier. So. Nur mal so aus Interesse? Ja, okay. Stadtverwaltung. Ach, Idrun, du Herzensgute. Du kümmerst dich. So, hier ist die Mauer auf Maximum. Belagerungswerkstatt auf Maximum. Festgelände auf Maximum. Aquädukt auf Maximum. Obstgärten, die momentan fast gar nicht notwendig sind, aber Kornkammer wäre mal geil. Wir haben nämlich echt nur ein kleines bisschen an Vorrat hier. Forum für extra Bonus, nö, Werkstatt ist Maximum. Marktplatz, ja. Marktplatz im Anschluss. So, guck mal hier, 5 Tage für eine Kornkammer. Nice, Somatico. Wie viele Gefangene haben wir denn gerade hier? Ja, fast voll. Deswegen, sie hat doch diesen Perk als Statthalterin, dass jeder Gefangene nochmal so und so viel Baubonus bringt. Zurück, Stadtverwaltung. Zwangsarbeiter, genau, 32,93. Also haben wir da einfach mal 30% oben drauf gerechnet bekommen vom Ursprungswert. Das ist schon geil. Gut, dann, ja, wir sorgen noch dafür, dass die 2 wieder vollständige Trupps werden. Also gehen wir nochmal ein bisschen Dörfer abklappern. Kultur ist hier germanisch, ja, gut. Gut. Hier ist Saga, okay. So, selber aufrekrutieren möchte ich aber auch noch. Oder auffüllen, nicht aufrekrutieren. So. Okay. 40 Trupps. Also, ich brauche mindestens 51. Ah, nee, Quatsch, das war ja ab 40%, dass man sie rufen kann, wa? 40 war ja das Limit. So, jetzt bin ich gespannt, was die 2 machen. 7 macht komischerweise nichts. Ah, doch, jetzt. Jetzt sag mir bitte nicht, dass sie nach Tjall gehen und da einfach rumstehen. Ich befürchte doch. Also, er geht nach Tjall, aber sie nicht. Aha. Ich nehme mal an, er geht wieder Idrun schwängern. Was ich irgendwo verstehen kann. Gott, ich habe ja fast kein Essen mehr. Ja, komm. Nehmen wir mal nicht alles mit. Aha. Hilda hat jetzt mehr Leute und sie geht selbstständig auf Jagd. Das gefällt mir. Einmal Hilda markieren. Was hier los? Och nö. Ihr habt doch gerade erst Anja. Ach, Uzi. Ach, weißt du. Ach, Mann. Wieso?
Und Pfaffen so richtig Bock, ne? Pfaffen so richtig gottlos gegen Mutter. Alter. Gut, dann. Gründen wir wieder eine Armee. Hat's denn wenigstens jetzt finanziell schon Auswirkungen gehabt? Oh ja. Oh ja, hat's. Negativ sogar in dem Fall. Weil sie es natürlich kräftig investiert hatten. Alle beide. Also Hilda und Baldwin. Baldwin hat mich tatsächlich auch 84 Mann wieder. Ich meine, auf der anderen Seite, ne? Ich habe ihnen ja verboten, dass sie sich einer anderen Armee anschließen und Garnison spenden. Sie dürfen, wenn sie stark genug wären, Belagerungen machen. Also in dem Fall, wenn er irgendwie eine Burg bloß 50 Verteidiger hat oder so und er hat aber hier 200 Mann. Sie dürfen, weil ich sie nicht beeinflussen möchte, sie dürfen theoretisch auch Dörfer plündern. Auf der anderen Seite könnten sie dann angegriffen werden. Das verbiete ich ihm mal. Zumal, wie so ein Clan überhaupt, die sollen nicht in unserem Namen, also im Namen unseres Clans, Dörfer plündern, wenn wir selber als Clan überhaupt sagen, nee, das machen wir nicht, weil wir sind halt ein ehrenhafter Kerl, ne? Wir sind halt kein Plünderer, sondern wir sind ja ursprünglich Römer mit Manieren. Weswegen uns ja Aurelius eigentlich als Nachfolger gewählt hat. So, gleichermaßen hatte ich ihnen ja das gegeben und hier keine Aufgabe gegeben. Achso, und wenn ich ihnen keine Aufgabe gebe, dann, dann agieren sie Vanilla. Okay. Defensiv? Defensiv. Ich glaube, ich lasse sie wirklich erstmal laufen. Und wir gucken erstmal, was die Saker machen. Weil jetzt ist ja auch noch das Thema. Oh, dass wir keine Armeen haben. Okay, die haben die Armeen wieder aufgelöst. Interessant. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist ja auch noch das Thema, dass wir direkte Nachbarn vom Feind sind. Aber jetzt ist die Frage, wo wollen die Saker, ne? Wollen sie sich vielleicht nur Diener holen und dann noch gucken, was sie sich noch zusätzlich holen können? Oder nicht? Denn hier haben wir eine wirklich starke Verteidigung. Und hier ja mittlerweile auch. Plus die Tatsache, dass ich ja alleine schon 300 Mann noch mit beisteuern kann, um schnell hier reinzuhüpfen, um zu verteidigen. Plus, dass wir noch Hilda und Baldwin rufen können. Plus, dass ich jetzt am allerliebsten, ehrlich gesagt, auch zwei weitere Trupps gründen würde. Ach, ich darf ja nur ein. Doof. Ich darf ja nur ein. Ha. Schwierig. Juppa oder Ansu ist da die Frage, ne? Müsste man sich mal die Werte angucken von den beiden. Juppa. Einhand. Armbrust. Reiten bei 10 Grad mal. Auch schlecht. Ansu. Ehrlich gesagt sind die zwei noch gar nicht so weit. Allein schon mit dem Reiten. Warum auch immer die Lords und Ladies, also die Truppanführer, sind hier im Spiel immer verpflichtet, Reiter zu sein. Warum auch immer, verstehe ich nicht, ne? Vor allem bei Germanen ist es ja auch, oder auch bei Römern, ist es ja eigentlich auch gut gewesen, wenn sie halt Infanteriehauptmänner sind, ne? Hm. Ich meine, er hat einen geilen Athletik-Skill auf jeden Fall. Sie nicht. Oh nee, das ist Hilda. Also. Er ist auch schon gut ausgerüstet. Sie nicht. Er ist allerdings impulsiv, grausam, aber auch kühn und großzügig. Gut, die negativen Perks kann man ja auch loswerden. Man kann sich auch positive hinzuholen und so durch die eigenen Handlungen. Ich glaube, ich lasse Ansu einen eigenen Trupp bilden. Problem ist nur, der würde jetzt mit 0 Leuten losreiten. Na, wir gucken mal. Wir gucken mal, was er macht.
Ah nee, Herr Schiete, der ist ja dann auch zu langsam. Er ist ja dann auch zu langsam, weil er keine Pferde hat und nicht reiten kann. Könnte ihm höchstens ein Maultier geben. Ach, er hat ja schon ein Reitpferd, ich Depp. Wie doof bin ich? Ja. Er hat ja schon. Okay, dann wir ziehen's durch. Trupps, neuer Trupp. Nee, wie war das hier? Und Ansu. Ansu ist am geeignetsten aufgrund seiner Fähigkeiten. Dann kriegst du von mir erstmal 20 Bogenschützen. 25, okay. Die Jungs bekommst du von mir. Die bekommst du von mir. Speer Level 3, was habe ich denn da gemacht? Kriegst du auch. Und hier. Hat er jetzt 46 Mann, ist mehr als 40%, also kann ich ihn zur Not auch rufen. Jetzt muss ich ihm aber natürlich auch sagen, er soll bitte germanisch rekrutieren. Oh, das gibt's nicht als Speicher. Okay, dann hier 40, 40, 20, okay. Dann hier bitte 40. Sperren. 20. Sperren. 0. Das war doof. Weil hier sollte 40 sein. So, also 40, 40, 20. Annehmen. Dann du bitte auch defensiv. Das nicht, das nicht, das nicht. So, ich bin gespannt. Vor allem auch, was meine Finanzen angeht, alter Schwede. Ja. Okay, und Joppa nehmen wir erstmal mit als Kavalleriehauptfrau. Und selber marschiere ich noch hier rüber und muss jetzt wieder nachrekrutieren, ne? Pfaffenland Armee bei Dina ausgehoben, okay. Das ist grundsätzlich schon mal gut. Und ihr rennt da hoffentlich nicht rein und Pfaffen ist so gleich hier. Ja, nice. Ja, moin. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Ich habe die Befürchtung, sie versuchen gerade, eine Burg zu belagern. Nein. Ah, sie wollen Beiterkant beschützen oder so ähnlich. Ah. Weil da wahrscheinlich gleich eine Belagerung kommt. Oh, das ist aber schlecht. Das ist aber ganz schlecht. Moment mal. Nein, das ist doch nicht. Es ist definitiv nicht. Wir könnten sogar dahin und dann die Armee verprügeln, die da gleich kommen wird. Vorausgesetzt, die sterben mir jetzt nicht weg, ne? Und Pfaffen ist ja dann auch noch da. Oh yeah, Baby. So, nur aber mit Schmackes zurück hier. Oh Gott, minus 10.000 am Tag. Autsch. Garnisonsrekruter sind auch wieder unterwegs gewesen für Tjall. Was ist da jetzt los? Wieso? Nein. Ob du dumm bist, habe ich gefragt. Ja, dann macht ihr eine zweite Front. Ich halte hier hinten die Stellung, wie immer. Ich meine, gut, auf der anderen Seite, die sind auch nicht unbedingt die Schwächsten. Ne? Sie wären in der Lage, vor allem weil wir jetzt einen Zwei-Fronten-Krieg haben, dass sie vielleicht doch hier hinten Eroberung machen, die ich dann wiederum zurückhole. Ja, schauen wir mal. Vielleicht ist es gar nicht mal so schlecht gewesen. Obwohl, vielleicht ist hier nochmal einer oder zwei nachgespawnt. Ah, Syratos wird belagert, okay. Oh ja, guck mal hier. Läuft. Ich sag ja, es geht übelst schnell bei den Germanen im Vergleich zu den Römern. Was aber natürlich auch damit zusammenhängt, dass die Römer ja auch eine andere militärische Geschichte haben. Ilatar wurde von Balduin gefangen genommen. Ja, lol. Ach, guck. Oha.
Und schon macht er auch endlich mal Umsatz. Sehe ich ihn hier gerade irgendwo? Anzu kostet mich 700, Hilda kostet mich ein Tausi. Ich sehe ihn schon wieder nicht, ne? Entweder bin ich blind oder er wird schon wieder nicht eingeblendet. Hä? Nö, ich verstehe es nicht. Ist mir jetzt auch wurscht. Weiter geht's. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie ihr hier unten links das immer öffnet, ne? Enter drücken. Einfach Enter drücken. Dann könnt ihr hier unten links in diesem Logbuch rumscrollen. Visibrot. Taucht er jetzt auf? Ah, jetzt kostet er mich wieder ein 100er. Okay. Aber Hilda kostet jetzt weniger und Anzu auch. Also, irgendwas machen sie. Irgendwas machen sie, was uns weiterhilft. Das ist gut. Richtig ist nur, dass ich ihn gerade die Leute wegrekrutiere. Oh, Improved Garrison hat nichts gemacht. Zwei Truppen geupgradet, okay. Und keine Gefangenen rekrutiert. Ja, ist auch richtig so. So, da wir ja gegen Sarka kämpfen werden, werde ich mal Kavallerie aufstocken. Um läppische 20 Mann. Damit wir da einfach ein bisschen gefeiter sind. Problem ist nur, jetzt fehlen mir natürlich wieder Bogenschützen, aber egal. So, wie sieht's denn aus hier? Pfaffen, was hast du vor? Sammelt sich immer noch. Okay. Hilda hält die Stellung, finde ich gut. Baldwin bringt wahrscheinlich gerade ihr Gefangene nach Hause. Wo ist er denn? Ja, Ilata. Bringt da bestimmt gerade hier rein. Statt es nach Orixala zu bringen, war aber egal. Wahrscheinlich will er seiner Frau imponieren und sagen, guck mal Schatz, was ich hier mitgebracht habe. Ist doch fast frisch, hat nur ein paar Beulen am Kopf. Lass mich raten, Lösegeld für Ilata? Glatt 5000, alles klar, machen wir. Oh. Ich weiß nicht, was los ist, ne? Aber ich achte irgendwie nicht mehr auf die Nahrung. Ich weiß nicht, warum. Bestimmt, weil ich sonst immer viel zu viel hatte und das schon immer verkauft habe an die verschiedensten Dörfer und Städte. Mehr Städte als Dörfer. Wo ich aber wiederum sehr staune, ist, dass Baldwin überhaupt schnell genug ist, ne, um die zu jagen. Sag mal, hatte ich nicht noch einen anderen Trupp? Ich kann ihn nicht aufrufen gerade. Mach! Ampreda ist er gerade. Ah, hier. Ja gut, dann macht mal. Ich bin gespannt. Die kriege ich nie im Leben, ey. Aber Idetz könnte sie vielleicht erwischen, wenn ich jetzt hier einfach gegen marschiere. Ja, okay. Ist an mir vorbeigeritten, einfach der Sack. Was haben wir hier für eine Garnison? 182. Da wäre ich schon alleine zu in der Lage. Könnte es aber natürlich auch. Einfach mal drei Leute rufen. Was nochmal fast 300 Leute mehr wären. Aber nö, die sollen erstmal machen. Die sollen Dinge tun. Ich gehe noch Nahrung kaufen. Mal gucken, ob die mittlerweile ein bisschen germanisiert sind hier. Tatsache. Zwar nur ein bisschen, aber immerhin, ne? Immerhin. Lieber so als gar nichts. So.
frischen wir mal die Vorräte wieder auf hier. Kann ja so nicht weitergehen. Okay. Das reicht dann jetzt für gerade mal 2 Wochen. Oh Mann. Oh, wer bist denn du? Batanisch. Tschüss. Na gut, ihr Lieben. Ich denke, das ist ein guter Ausgangspunkt für die nächsten Folgen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt unsere selbstständigen Trupps hier anrichten. Jetzt, wo es endlich mal funktioniert, jetzt, wo sie endlich hin und her laufen. Schade. Schade, dass es wirklich daran zu liegen scheint, was ich hier vorher befehligt hatte mit dem, mit den Aufträgen. Aber ich hoffe, dass es dann wenigstens funktioniert, wenn ich sage, verteidige eine Siedlung so und so, dass das dann funktioniert, dass sie da auch wirklich reingehen und nicht nur davor rumstehen und sich abfangen lassen. Alle 3 defensiv, alles klar. Na gut, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gefallen hat und wenn ihr mehr sehen wollt, schaltet einfach morgen wieder rein. Ciao!